Hallo zusammen, willkommen zu Live Love Lena, ein Best-Ager-Kanal, auch mit Beauty-Themen. Und heute dachte ich, mache ich eine Art Style and Talk. Es gibt da so ein paar Sachen zu besprechen, dachte ich, einfach so ein paar Sachen zu klären. Und ja, wie viele wissen, komme ich ursprünglich aus Schweden und das hört man auch. Es ist einfach so, dass ich im Laufe der Jahre meinen Akzent nicht wirklich weggearbeitet habe. Ich wollte das vielleicht nicht, ich konnte das vielleicht nicht und wollte das nicht. Ne? Ich habe mir vielleicht nicht wirklich Mühe gegeben, sondern ich bin einfach froh, dass ich mich verständigen kann. Und naja, auf jeden Fall, so ich fange hier an mit ein bisschen Abpudern, dachte ich. Ich habe hier von L'Oreal Infallible. Das ist ja eigentlich eine Foundation, aber passt auch super einfach zum Abpudern, wenn man ein bisschen nimmt. Ja, und auf jeden Fall kam ein Kommentar, das ist jetzt eine Weile her, vielleicht 2 Monate her oder sowas. Und diejenige hat geschrieben, ich kann das ja vorlesen, ich habe das hier auf einem Zettel, weil ich mit dem Handy eben filme. So, wer kein Deutsch sprechen kann, ist schlecht dran. Mach bitte Werbung in deinem Herkunftsland. Es ist besser für uns alle. Ja, ich meine, natürlich schluckt man ein bisschen, wenn man so einen Kommentar liest. Und ja, ich muss auch sagen, bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, dann hatte ich wirklich eine Wahnsinnsangst davor, quasi gemobbt zu werden oder einfach einen Shitstorm zu bekommen. Irgendwie, was will die? Die kann ja kein Deutsch. Also ja, und so weiter. Ne? Und aber es war tatsächlich so, als ich mein erstes Video dann doch hochgeladen habe, dann war das ja überhaupt gar nicht zu entdecken auf YouTube. Wenn man einen ganz kleinen Kanal hat mit 0 Abonnenten und dann, wenn man nach dem Video sucht, dann findet man das Video nicht einmal. Von daher, also das war wirklich unberechtigte Angst damals. Und ja, und dann habe ich dann ein paar Abonnenten im Laufe der Zeit bekommen, immer mehr und so weiter. Und bis man dann 100 erreicht hatte, das war ja eine halbe Ewigkeit und so weiter. Also diejenige, die YouTuber ist, weiß, wie schwer das ist, überhaupt einen Abonnenten zu bekommen. Und naja, auf jeden Fall, aber trotzdem kommen solche Kommentare mittlerweile ab und zu. Nicht oft, muss ich fairerweise sagen. Also es ist extrem selten. Vielleicht, wenn überhaupt, ja, vielleicht 3, 4, 5 im Laufe der Zeit. Ich habe diesen Kanal jetzt seit 7 Jahren. Von daher, ja, ihr seid alle normalerweise super, super lieb und ihr seid echt tolle Menschen da draußen. Aber ab und zu kommt halt sowas, ne? So ein Kommentar. Diejenige, die geschrieben hat, hieß Sabine. Ich werde jetzt nicht den ganzen Namen einblenden, aber da habe ich einfach, ich habe mich einfach so gewundert. Sabine, also diejenigen, die ich kenne, die Sabine heißen, die sind alle nett und friedlich und tolerant und gutherzig. Und dann kommt dann so eine Sabine und schreibt mir sowas. Ich stelle mir schon eine Sabine vor in meinem Alter in etwa. Und dann ist man ja eine relativ gestandene Frau, denkt man, oder einfach mit so ein bisschen Überblick und ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Sabine irgendwie einfältig ist. Versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall meint sie, wenn man keine deutsche Staatsbürgerin ist, dann sollte man auf YouTube nicht hochladen. Ja, könnte mehr schreiben. Was haltet ihr davon? Es gab ja immer eine Art Globalisierung und jetzt ja, verstärkt wir noch nie, sicherlich. Und ja, das ist ja nicht zu stoppen. Und ich meine, dann, wenn man ganz gegen Globalisierung wäre oder ist, dann sollte man auch keine Pizza essen, man sollte kein Döner essen, man sollte nicht zum Chinesen hingehen. Und ich wette, dass diese Person, die mir geschrieben hat, mindestens einmal bei H&M eingekauft hat. Das ist ja ursprünglich eine oder ist eine schwedische Firma. Oder hat sie eventuell bei IKEA auch eingekauft. Mag sie aber. Ich meine, sie wusste wahrscheinlich nicht, dass ich aus Schweden komme. Und da, das ärgert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn Leute hören, dass ich aus Schweden bin, dann, oh ja, wie schön, interessant und so. Also eine Schwedin ist dann nicht wirklich eine Ausländerin, finden viele, aber das stimmt ja nicht. Ne? Ich habe natürlich auch meine Kultur, meine Traditionen, meine Mentalität und meine Identität. Und sicherlich anders als die Deutsche. Und, aber ja, wo ist die Grenze da? Ne? Wenn man aus Schweden kommt, okay, das wird geduldet oder wird irgendwie eventuell hoch angesehen.
aber andere Länder vielleicht dann eher nicht, ne? Also das kann mich ärgern, weil ich bin tatsächlich auch eine Ausländerin. Es gibt in jedem Land gutmütige, aber auch böse Menschen, das ist klar. Und sicherlich durch die Globalisierung oder wenn Ausländer sozusagen reinkommen in einem Land, gibt es dann halt auch leider Kriminalität. Das ist jetzt ein Thema, was ich nicht besprechen möchte und das soll hier überhaupt nicht politisch werden. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sind Menschen normal und nett und dann gibt es dann halt leider auch böse und kriminelle Menschen. Aber ich weiß, obwohl ich nicht weit umgezogen bin, dass es schwierig ist, seine Heimat zu verlassen und man hinterlässt alles sozusagen, Freunde und ja, Familie, Sitten und Traditionen und so weiter. Und die möchte man natürlich mitbringen. Das ist einfach ganz wichtig. Das ist die Heimat. Und ich bin so froh, dass ich keinen Krieg erleben musste und dass ich von einem Krieg fliehen musste. Aber nach dieser Einbrechergeschichte, ich kann ja das Video unten verlinken, wir hatten hier im Haus einen Einbrecher, dem ich auch begegnet bin, sozusagen. Danach wusste ich ganz genau, wie es sich anfühlt, sich nicht geborgen zu fühlen in seinem eigenen Haus. Und das ist ja das, was die Menschen in einem Kriegsgebiet erleben, jeden Tag. Und von daher ja, bin ich einfach, ich halte mich da völlig raus, wenn Leute irgendwie sagen, ja, es gibt so viele Ausländer und so weiter. Wie gesagt, politisch gesehen halte ich mich da völlig raus. Natürlich muss man gucken, dass das Land das finanziell verkraftet und so weiter. Oft ist es so, dass man Menschen einfach kennenlernen muss und dann merkt man, die sind gar nicht so schlimm. Die sind ja eigentlich ganz nett, obwohl sie vielleicht andere Traditionen und eine andere Kultur haben. Aber wir sind alle Menschen und wir wollen alle einfach nur gemocht und geliebt werden. Es ist tatsächlich so, mal mehr, mal weniger und wahrscheinlich je nachdem, wie sensibel man ist. Man hat immer das Gefühl, dass man nicht dazu gehört, dass man eine Fremde ist. Und es ist ja leider auch so, dass man, wenn man zurückkommt ins Heimatland, dann hat man auch das Gefühl, dass man nicht dazu gehört, weil man diejenige ist, die weggezogen ist. Und apropos nicht dazugehören, ich war vor 4 Wochen auf einer Party ganz alleine. Ich kannte nur die Gastgeberin, sie hatte Geburtstag und sonst kannte ich da keinen. Mein Mann war tatsächlich in Schweden, also war ich alleine da. Wir haben einen Hof da und er ist öfters da. Und es war eine nette Party und wir haben getanzt und wie es so ist, man kann auch für sich alleine tanzen, man muss nicht mit jemand anderem tanzen und ja, ich habe da getanzt und alles war gut und viele quasi internationale Lieder, wo man quasi mitsprechen kann, aber dann kamen dann zum Schluss Lieder, also typische deutsche Lieder, so richtige Partylieder, wo die Leute einfach so zusammengestanden haben und so richtig laut gesungen haben und einfach so in eine Clique quasi, wo ich einfach dann gemerkt habe, ich gehöre nicht hierhin. Das war ja nicht böse gemeint. Ich weiß, dass es ja in jedem Land so ist, dass man was Gemeinsames hat, dass man eine gemeinsame Jugendzeit hat und ja, das habe ich eben nicht mit den Deutschen. Und aber ich liebe diese Lieder ja auch, deutschen Partylieder. Aber diese Geschichte oder dass man das in der Jugendzeit erlebt hat, diese Lieder und so weiter und Partys und so, und das habe ich ja halt nicht. Ne? Und ja, einfach nur so eine Kleinigkeit halt. Ne? Und das war mir dann zum Schluss zu viel. Das war auch spät. Ne? Ich wollte sowieso nach Hause, aber da habe ich auch gedacht, so jetzt reicht's, jetzt fahre ich nach Hause, weil es irgendwie, ich war ja auch allein. Da, ne? Ich hatte mich bis dahin wirklich amüsiert, aber das hat mich traurig gemacht irgendwie, weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, ja, ich bin hier eine Fremde. Leute fragen mich immer, ob ich es bereue, dass ich nach Deutschland gegangen bin und das tue ich nicht. Also auf gar keinen Fall. Ich habe hier wirklich eine schöne Zeit gehabt und habe es immer noch und ich habe die Kinder hier großgezogen und das war wirklich eine sehr schöne Zeit, aber natürlich habe ich Heimweh und das kommt immer mehr, muss ich wirklich sagen. Also bis jetzt hatte ich kaum Zeit, darüber nachzudenken, ne? Wenn man Kinder großzieht, dann ja, man ist so fokussiert auf Familie. Und jetzt so, wenn die Kinder
ja, aus dem Gröbsten sind oder erwachsen sind, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich tatsächlich Heimweh habe. Wenn Leute hören, dass man einen Akzent hat, dann wird man sofort nicht ganz für voll genommen. Das hört sich vielleicht ja unverschämt an, jetzt wenn ich das so sage. Das ist jetzt übertrieben vielleicht, aber wenn man darüber nachdenkt, das ist so, wenn zwei Personen dastehen und man unterhält sich mit den Leuten und man merkt, dass der oder die eine einen Akzent hat und dann ist man vielleicht etwas unsicher, versteht die oder diejenige, was man sagt, und dann redet man automatisch zu dem anderen. Also überlegt, das ist, also es geht mir auch so, und das ist jetzt nichts Böses oder so von den Menschen. Das passiert hier in Deutschland, aber auch in Schweden, weil mein Mann kämpft, oder was heißt kämpft, er ist in derselben Situation, wenn er in Schweden ist. Er leidet überhaupt nicht daran, und wir haben darüber gesprochen und ich habe ihn gefragt, ja, ob es nicht doof ist, dass die Leute mich ansprechen, wenn er daneben steht. Und der meinte, nö, dann habe ich meine Ruhe, alles gut, so, ne? Und ja, das geht mir auch so. Ich hatte jetzt quasi über 25 Jahre lang Ruhe. Leute haben einfach meinen Mann oder sprechen meinen Mann immer an, weil ich bin ja die Schwedin. Es ist einfacher, sich mit einem Muttersprachler zu unterhalten. Und genau, das sind so Kleinigkeiten, aber natürlich beobachte ich das und manchmal ärgert es mich schon. Und ich merke einfach, dass ich in Schweden einfach, ja, dass ich mich freier ausdrücken kann, dass ich einfach auch diese Zusammengehörigkeit habe. Egal auch, ob die Leute älter oder jünger sind, also irgendwie hat man da etwas Gemeinsames. Man kann es schwer irgendwie fassen, was es ist, aber genau, also von daher habe ich Heimweh und ja, immer mehr irgendwie. Es wird ja auch immer gesagt, als Ausländer muss man sich anpassen zu der Kultur, wo man hingezogen ist. Und ja, gewissermaßen ja, aber andererseits möchte man oder sollte man auch quasi ja, die alte Kultur, die Traditionen und so weiter behalten. Ich habe mal einen Inder kennengelernt. Hier in unserer Gegend gibt es einen Inder. Ich sage jetzt nicht, welche Berufsgruppe, weil dann wüsste jeder, wer das ist wahrscheinlich, wenn jetzt einer aus meinem Gebiet kommt. Aber ein hoch angesehener Mann, hat auch ein Buch geschrieben, was ich gelesen habe. Und ja, alles gut und schön, aber ich habe von Anfang an bei ihm gemerkt, dass er sich zu sehr anpasst an die deutschen Mentalität und so weiter. Das muss er auch in dem Beruf, den er hat. Aber da war so wenig Herz irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und gerade Inder, jetzt kommt mein Vorurteil, ne? Aber man denkt, man stellt sich einen Inder vor, der sehr temperamentvoll ist. Und, aber er war so angepasst und ja, also das ist mir aufgefallen, aber ja, zwischen Schweden und Deutschland gibt es ja nicht so riesengroße Unterschiede, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich immer anpassen muss und immer so sein wie die Deutschen, damit ich anerkannt bin. Das Witzige ist, dass Deutschland tatsächlich Schweden beeinflusst hat über Hunderte, sogar vielleicht Tausende von Jahren, weil es immer sehr viel Austausch war zwischen den Ländern und viele Deutsche sind nach Schweden gezogen und haben sehr viele Traditionen mitgebracht. Zum Beispiel Midsommar ist, denke ich, sehr bekannt in Schweden. Das ist ursprünglich eine deutsche Tradition, das ist ja Tanz in den Mai. Und ja, von daher, es ist immer ein Austausch und das ist ja schön. Das macht das schön, das Leben einfach schön und genau, sonst hätten wir auch keine Pizzas und so weiter, ne? Ja, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall urschwedisch und diese Tracht nennt sich Medevedrekt. Also jedes Gebiet in Schweden hat seine eigene
Tracht. Und genau das hier kommt aus Medevi. Das ist ein sehr bekannter Ort in Schweden. Ich bin in der Nähe von diesem Ort aufgewachsen. Traditionell hat meine Oma sämtliche Kleidungsstücke mit der Hand damals genäht für meine Mutter, die 15 Jahre alt war. Muss man sich mal vorstellen, mit der Hand alles. Ja, das waren einfach ein paar Gedanken, mal was anderes. Schreibt mir gerne ein Feedback und ansonsten sage ich Peace, Love and Understanding. Bis bald. Tschüss.